Tag. Schön, 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 alle hier also zu sehen. Vielleicht fangen wir dann erstmal an mit, wer bin ich überhaupt? Ich wusste schon, dass die erste Reihe schon komplett leer sein würde. Das heißt, ich werde hier hoch und runter laufen, damit ich nicht total alleine fühle hier ganz vorne. So, mein Name ist Brittany. Kann jemand schon retten, wo ich herkomme mit meinem Akzent? Nein? Ja? Oh, das ist die erste Mal, dass ich so eine Treppe... Ist das richtig? Wusstest du das? Ach, weil normalerweise kriege ich, naja, England nicht so, weil das ist nicht so ganz da. Diese amerikanische R, so wie foreign in der Stadt, ist auch nicht so ganz da. Du bist groß und blond, vielleicht kommst du aus Dänemark. Okay, richtig, ich komme aus Australien. Ich habe für 4 Jahre in Japan studiert. Ich habe meinen Hintergrund ist im BVL. Ich habe dort meinen Abschluss auf Japanisch gemacht und hatte ein Stipendium von der japanischen Regierung in Japan zu studieren. War alles toll. Ich habe dort für die Österreichische Botschaft gearbeitet. Ich habe für Bosch und Daimler gearbeitet. Das heißt, mein Weg nach Deutschland hat schon in Japan angefangen. Und war alles schön und alles toll. Und dann die 11. März 2011 war ein großes Erdbeben. Und da war ich, 20. Etage. Man denkt, naja, ich habe mich sowieso heute nicht so gut gefühlt. Ich weiß nicht, ob das mein Magen ist, ob ich Kopfschmerzen habe. Aber es war auf jeden Fall ein 9,0 Erdbeben. Und dann musste ich dann ganz schnell meinen Lebensweg ändern. Und diese Zeit, dass ich in Japan verbracht habe, 4 Jahre, da war eigentlich mein ganzes Leben. Muss ich das alles schließen und dann einen neuen Lebensweg finden. Und das war nach Deutschland. Ich hatte noch ein Stipendium von der Rotary Foundation. Ich weiß nicht, ob jemand von hier Rotary schon gehört hat oder nicht. Aber ich hatte ein Stipendium von dieser Organisation. Die haben gesagt, du, Stipendium ist noch deins, aber in Japan sind wir noch sicher. Wir sind noch nicht sicher. Und dann war es mehr oder weniger heute auf morgen entschieden, dass ich sollte nach Deutschland gehen, ohne Deutsch, ohne einmal in Europa zu sein, einfach ganz neu anfangen. Ich habe auch hier in Deutschland BVL studiert und dann auch so Design Thinking. Was, ich weiß nicht, ob jemand dabei war bei dem letzten Vortrag, aber es ist quasi ein interdisciplinary oder multi, also interdisziplinär, also Arbeit. Und jetzt bin ich tätig. Haben wir so. So. Und jetzt unterstütze ich also BPW, der Businessplanwettbewerb. Ist jemand hier also angemeldet für den BPW, Businessplanwettbewerb? So, hier ist so eins. Hat jemand von der BPW schon gehört? Wer hat nicht von der BPW schon gehört? Oh toll, jetzt kann ich doch ein bisschen was erzählen. Die BPW ist quasi ein Wettbewerb, was wir machen in Phasen, 3 Phasen durch den, also das Jahr. Es fängt an im Oktober und es ist ein Programm, wo man in 12 Wochen Blöcke, und da ist Dirk, und jetzt erzähle ich über BPW, wird sich auf jeden Fall sich freuen, dass man kann wöchentliche Trainings kostenlos bekommen. So zum Beispiel mein Thema, wo ich tätig bin, ist BPW, der Businessplan-Wettbewerb, also Business Canvas und auf jeden Fall internationale Kundenbeziehungen. So Markteintritt, wenn du zum Beispiel, wenn du nach Ausland gehen willst oder du willst, dass Ausland kommt zu dich in deine Firma. Wenn ich, oder vielleicht auch noch ein Punkt, wenn ich zu schnell rede oder man kann nicht so ganz verstehen, was ich meine. Ohne diese der, die, das, das kriege ich nicht hin. Das kann man nicht beschweren. Aber wenn es überhaupt nicht verständlich ist, einfach Hände hoch und dann gebe ich mir mehr Mühe. So, dass ich ein bisschen über mich und was ich jetzt mache und warum ich hier mit euch bin und warum ich wie hier für die nächsten 3 Viertelstunden zusammen sein können. Ja, wer bist du?
Ich bin hier, ich weiß, dass normalerweise in so einer Messe ist es so wirklich so frontal Informationen, aber ich finde es ein bisschen ironisch, über Teamwork zu arbeiten und das ist es wirklich so eine Einbahnstraße. So, dazu habe ich eine Frage. Wer ist hier schon in ein Unternehmen tätig oder möchte ein Unternehmen gründen oder wo? Lass uns so anfangen. Wer ist noch nicht in ein Unternehmen tätig, aber möchte zum Beispiel ein Unternehmen gründen? Wer ist so in Gründungsphase? Cool. Habt ihr schon ein Team zusammen? Okay. Ist jemand hier schon ganz alleine? Er möchte zum Beispiel ein One-Man-Show, One-Woman-Show machen? Nein. Oh doch, da ist eine. Wer ist zum Beispiel ganz glücklich in einem Unternehmen und ist einfach hier nur, weil es Spaß macht? Hey, das ist auch ganz toll. So, in die nächsten paar, also dreiviertel Stunde, kann ich natürlich alles erzählen über Teams. Ne, das ist natürlich, das kann ich nicht machen. Ich würde einfach nur einen Punkt über Teams nehmen und dann auf diesen Punkt fokussieren. Und das ist, was macht uns glücklich? So, überlegt doch mal in eure Teams, wo ihr tätig seid. Wenn dieses Team ein Tier wäre, welches Tier wäre es? So, ein Tier. Ist es so zum Beispiel eine Hase? Geht es schnell? Ist es eher so ein Elefant? Dann ist es ganz groß und ganz alt. Ein Adler. Und warum? Okay, so ein Adler, weil es von oben alles beobachtet und alles anschaut. Cool. Noch jemand? Ja. Ein Tiger, aber noch kein Team. Aber das ist schon mutig, wie ein Tiger. So, wir haben drei Punkte für heute, was ich also mit euch mitgeben will. Eine ist, was ist ein Team genau? Was ist es? Warum ist es wichtig für den Erfolg des Teams glücklich zu sein? Weil 90% der Zeit, wenn ich mit meinen Kunden rede von internationalen Beziehungen und so weiter und Beziehungen aufbauen, ein Kritik, was ich auf jeden Fall mehrmals bekommen habe von meinen deutschen Kunden, ist, ach, Brittany, das ist schon alles schön und gut für Amerika, in Australien, wo alles schön ist, ne? Aber wir sind in Deutschland und das geht doch halt nicht, das kann man nicht einfach so sagen. Naja, und ich würde zu diesem Thema was zu sagen haben. Und dann die dritte Punkt ist, was kannst du in deinem Team tun, egal was deine Rolle ist, damit es glücklicher wird und damit besser arbeitet. Und weil, also ich möchte nicht zum Beispiel, dass ich stehe hier vorne und alles erzähle, weil ich habe natürlich meine Geschichte, aber wir sind hier in einem Raum mit sehr vielen Geschichten, wovon vielleicht habe ich keine Erfahrung, aber dann einer sagt, hey, das ist genau, was in meinem Team passiert und ich möchte, dass wir voneinander lernen und mitarbeiten. Und dann schließen wir mit Q&A. So, was ist denn ein Team genau? Was ist für euch so ein Team? Ist ein Team zum Beispiel toll, einander machst? Oder ist ein Team eher together, everyone achieves more. Zusammen erreicht jeder mehr. Wer gehört zu Team 1? Genau, ich würde sagen, vielleicht wenn du zu Team 1 gehört, vielleicht ist dieser Vortrag nicht so ganz für dich, vielleicht ein bisschen langweilig. Wer ist eher für Team 2? Naja, toll, dann mindestens habe ich ja mindestens ein gutes Publikum, also mitzureden. So. Aber natürlich, ich bin seit 4,5 Jahren in Deutschland, das heißt, ich kann nicht anfangen ohne eine Definition von Duden. So,
Definition von einer Gruppe ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. So, ein Team ist mindestens 2 Mitglieder. So, das heißt, wenn du alleine bist, das heißt, in dieser Definition bist du kein Team. Natürlich hast du dann Beziehungen mit deinen Kunden oder mit deinen Stakeholders oder mit deinen Investoren, aber das heißt lange nicht, dass ihr seid ein Team. Ein Team von 2 Mitgliedern. Das ist natürlich, haben wir in unserem Privatleben mindestens 2 Mitglieder, hoffentlich manchmal nur 2. Die Mitglieder tragen zur Erreichung der Teamziele mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und denn daraus entstehen gegenseitige Abhängigkeiten bei. Dass ich kann was machen und du kannst was machen und zusammen passt es. Ist es zum Beispiel, wenn wir kochen zusammen, ich bringe was, du bringst was und zusammen haben wir eine Mahlzeit. Das Team hat eine Teamidentität. Das ist eher so, was wir sehen in die Grundwelt von, wir tragen zum Beispiel T-Shirts. Habt ihr gesehen, diese Limo oder Livo, Leute, das Limo war gestern, ein Livo ist, keine Ahnung, heute oder was ist, aber auf jeden Fall haben die gelbe Pullis an. Und das ist ein Ziel oder ein Schritt zu Teamidentität. Das Team hat Kommunikationsfaden wohl innerhalb des Teams als zur Außenwelt entwickelt. Das heißt, wenn ihr seid ein Team, alleine im Keller und ihr redet nur miteinander und nicht außen, dann das ist ein begrenztes Team. Weil das heißt, ihr seid nur so eine Gruppe von Leuten. Weil ihr habt so viele Fähigkeiten und so viele Werte, was ihr eigentlich teilen könnt, aber ihr macht das einfach nicht. Die Struktur des Teams ist aufgaben- und zielorientiert beschrieben. Das sehen wir natürlich in der Sportwelt. Wir haben ein Ziel, das ist ein Spiel zu gewinnen. Wir sehen das zum Beispiel in der Kreativität, also in den Creative Industries, dass zum Beispiel wir haben ein Band und die wollen so einen Number One Hit oder die wollen 100.000 so CDs oder so Downloads also bekommen. Und ein Team überprüft periodisch seine Effizienz. Das heißt, wir haben Phasen. Wir haben Arbeitsphasen, wo wir wollen zusammenarbeiten, zusammen was erreichen. Aber dann müssen wir eine Pause nehmen und denken, okay, was haben wir wirklich erreicht? Weil wenn man so in einem Flow ist und wenn man arbeitet und manchmal dazu Familie, dazu Kinder, dazu Freunde, Freundin, Reisen, alle möglichen Sachen. Manchmal nimmt man nicht die Zeit, einfach über das Team selbst zu gucken. Wir wissen das von unserem Privatleben, das ist nicht nur ein Business Case. Ich glaube, was ich gesehen habe, sowohl in Japan, sowohl in Australien, sowohl in Deutschland, dass wir sind das gleiche Person. Wenn ich zur Arbeit gehe, bin ich Brittany. Wenn ich nach Hause komme, bin ich Brittany. Und wenn du 2 unterschiedliche Personen bist, in diese 2 Gruppen, das macht sich müde. Das heißt, wenn du die einzige Person bist in deinen Teams, ist es einfacher, hast du mehr Kraft, ein besserer Teamplayer zu sein. Und was ganz toll ist in einem Team, ist nicht nur, okay, dass wir machen alles zusammen und alles gleich. Weil ich glaube auch zum Beispiel in Teamwork, dass es heißt nicht nur, wir wollen alles gleich arbeiten. Zum Beispiel, ich habe diese Woche 30 Stunden gearbeitet für unser Projekt, aber du nur 10. Vielleicht geht es darum, dass vielleicht in diese 10 hast du mehr erreicht mit meinen 30 oder vielleicht im nächsten Monat, wenn wir unsere Accounting abschließen, vielleicht geht dann deine Stunden dann höher. Und das sieht man in kleinere Teams, dass diese Vergleichbarkeit, was machst du, was mache ich, diese Zählen.
Und Design Thinking zum Beispiel ist ein Weg, was man nutzen kann, verschiedene Fähigkeiten in ein Team zu nutzen. Weil ich möchte heute, dass wir machen nicht zum Beispiel nur so ein Australian-American, ja, ist alles toll Vortrag. Ich möchte, dass ich kann euch eine Methode geben oder ein paar greifbare Sachen geben, dass ihr nach Hause mitnehmen könnt und dann da nutzen. So, wenn wir sagen, okay, wir haben ein Team, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wie können wir denn alle zusammen verknüpfen? Wir haben zum Beispiel einen Jurist, wir haben einen Coder, wir haben einen Designer. Aber manchmal, die sprechen nicht die gleiche Sprache. Und das heißt nicht lange Deutsch oder Englisch, sondern wenn du sitzt mit deinem Steuerberater, du hast Deutsch-Muttersprachler und dein Steuerberater sitzt gegenüber, wie viel Prozent von diesem Gespräch verstehst du 100%? So, das heißt, mit dieser Methodologie in Design Thinking kann man Teams oder verschiedene Leute in Teams zusammenbringen, zu arbeiten. Und das ist die Design Thinking Regeln. So, die erste ist, baue auf Ideen anderer auf. Das heißt, dass du hast eine Idee, du teilst mit mir, wir sind zusammen. Und dann ich sage, gut, Idee. Und, oder hast du was gehört von da, da, da? Ich habe eine lustige Geschichte, eigentlich fällt mir ein. Als ich erst nach Deutschland kam, ich dachte, dass der war drei verschiedene Wege in die deutsche Sprache, eine Frage zu beantworten. Die erste war ja, dann hast du natürlich nein. Und dann habe ich diese dritte gehört, ständig, und das war Jaba. Und Jaba, dachte ich, war ein Wort. Weiß jemand schon, was es ist? Ich dachte, es war ein Wort. Und dann habe ich geguckt und nachgeschaut, was ist diese Jaba? Wann kann ich Ja nutzen? Und wann kann ich Jaba nutzen? Und dann, ein paar Leute lachen schon, es war nicht Ja, Jaba, es war Ja, aber. Weil ich habe in Deutsch, und so wenn wir unterhalten, so oft ist es quasi, ich möchte was sagen und dann ich habe schon einen Gegensatz und es ist so schnell und so integriert, dass ich dachte, es war ein Wort. Ja, aber. Ja, aber. Wir müssen überlegen, wie wir eigentlich miteinander unterhalten. Wir können sagen, ja. Aber. Nicht, ja, aber da, da. So, entwickle viele Ideen. Und was glauben wir in Deutschland? Qualität, nicht Quantität. Aber wie können wir Qualität finden, wenn wir keine Vergleichbarkeit? Wenn wir zum Beispiel 10 Ideen haben, dann können wir sagen, das ist Schrott, das ist Schrott, das ist Schrott, das ist Schrott. Hier nehmen wir eins, perfekt, gehen wir weiter. Aber wenn wir uns nicht vertrauen, diese Space, oder wir vertrauen uns nicht, mehrere Ideen durchzuarbeiten, wie können wir eigentlich auf eine gute Idee kommen? Und ich glaube, es ist einfacher, über einen anderen Code-Tool zu reden, weil es ein bisschen weiter weg ist. Das ist ein Grund, warum ich noch in Deutschland bin. Ich finde mein Leben hier in Deutschland toll. Also wenn ich zum Beispiel sowas sage, es ist nur von meinem Herz, es ist keine Kritik. Visualisiere Ideen. Das ist wirklich schwer, dieser Punkt, weil wenn wir reden zum Beispiel zusammen über, sagen wir so, Vertrauen, nee, hier ist vielleicht noch besser. Wenn wir zum Beispiel ein Beispiel nutzen in unserem täglichen Leben, vielleicht sagt man, wie geht das Projekt? Ja, läuft gut. Projekt. Ist ein großes Wort. Wenn wir nicht die gleiche Verständnis von ein Wort haben, Stakeholders, Beziehungen, sowas, also Zufriedenheit, sowas, das ist wirklich schwer. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen eigentlich unsere Hand geben zu jemandem, dass die uns besser verstehen kann, weil es ist nicht
dass die anderen halt einfach uns nicht verstanden und die sind einfach halt blöd und selber schuld, dass du so doof bist, sondern wie kann ich dich helfen, mich besser zu verstehen? Weil es ist wirklich, also Kommunikation ist nicht einfach eine Einbahnstraße und ich hau einfach alles raus und du musst es einfach so schnell wie möglich alles irgendwie sammeln, von was ich sage, ist es, sondern verstehst du, was ich meine? Deswegen in diese Situationen ist es für mich schwer, weil ich gucke und ich denke, ich weiß nicht, also zum Beispiel, ob das zum Beispiel, was du hören willst oder nicht. Und dann gehen wir zu keiner Kritik. Und dann natürlich, das ist doch, ach, aber Kritik kann gut sein. Natürlich, keine Kritik heißt eigentlich, wie können wir über das Produkt reden? Wie können wir sagen, das ist Blödheit? Wie können wir zum Beispiel für einen Moment halt irgendwie was zu sagen, so von, das geht nicht. Was ich liebe zum Beispiel in unsere, also Behörden, ne? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und selbst wenn es geht, es funktioniert trotzdem nicht. Ne, sowas. Das ist eigentlich, wie können wir zum Beispiel wirklich mit unserem Kopf denken und sagen, okay, was braucht dieser Punkt oder dieses Produkt oder dieses Team zu arbeiten? Was braucht es? Und dann, wenn wir merken, was es braucht, ist nicht, was wir haben zur Verfügung, dann eigentlich ist die Idee raus. Das heißt nicht zum Beispiel zu sagen, okay, keine Kritik, ist alles schön. Es ist eigentlich zu sagen, wie können wir dieses Problem, diese Herausforderung anders treffen. Bestärke wilde Ideen. Hier kann man nur wilde Ideen, also denken oder ausdenken, mit Training. Es ist eigentlich, du musst einfach nur ein kleiner Zettel Papiere und dann jeden Tag irgendwie 5 Ideen aufschreiben. Und dann nach 6 Wochen, dann siehst du, meine Ideen, die sind eigentlich nicht besser, aber sie sind einfach nicht nur eine Verbesserung. Vielleicht sind die ganz was anderes. Weil wir sind jetzt in einem Leben, in einer Welt, wo wir suchen nicht nur Verbesserungen, manchmal müssen wir ganz was anderes suchen. Nur einer spricht. Ich bin die Älteste von 4 Kindern. Diese Regeln für mich, in einem Team zu arbeiten, nur dass einer spricht, muss ich täglich trainieren. Denk immer an den Nutzen. Das heißt, wir denken nicht an, ob es geht oder ob es möglich ist. Lass uns einfach für eine Minute überlegen, was soll dieses Produkt denn sein? Ich war in einem Seminar mit einem IoT-Experten, Alexandra Deschamps, sehr interessante Frau, sie ist @IoTWatch auf Twitter, wenn jemand Interesse hat. Und sie hat ganz tolle Produkte also entwickelt, so Smart Houses, das alles ist verbindet, wirklich diese Leben, was wir vor 20 Jahren in Filmen gesehen haben, war selbst zu Hause. Und ich habe sie gesagt, aber was ist für dich die absolut Nummer 1 Punkt für dein Produkt, diese IoT, diese Smart also Products? Weil sie meinte, ja, ganz klar, die muss funktionieren. Die muss beim Thema bleiben. Ich kann ein ganz tolle, also Wasserkocher haben, das es verbindet mit meiner Uhr, dass wenn ich denke, das ist zum Beispiel Kamomil und ich bin gestresst und das misst mein Blut und so weiter. Oh, und dann jetzt empfiehlt zum Beispiel hier eine Mischung von so und so und so. Aber wenn es nicht eigentlich als Wasserkocher also arbeiten, hat sie also tatsächlich eins, dass du musst irgendwie mit deinem USB-Stick, also USB-Kabel laden und so weiter. Nein, du musst beim Thema bleiben. Du musst überlegen, was ist es, dass ich hier mit euch oder mit meinen Kunden, was möchte ich denn erreichen? Und dann frühschalten und weiterentwickeln. Und das ist zum Beispiel eine schwere Sache. Das ist, wenn wir in Gründungsphase, wer ist in Gründungsphase? Eher so diese Ecke, oder? Ja. Wir müssen diese Skill aufbauen, wenn es geht, wenn es nicht geht. Und einfach emotionslos, wir müssen also flexibel sein.
So, der Robert reicht Test für ein Team, ob dein Team gesund ist oder nicht. Oder einfach ein bisschen ein Gefühl. Robert Reich ist ein Organizational Psychologist in Amerika. Und der hat gesagt, wenn du richtig zum Beispiel wirklich ein Team verstehen willst, wenn du zum Beispiel einen Test brauchst, das sofort umsetzbar ist, kostenlos und einfach, du kannst diese Frage fragen. Und das ist, was machst du hier in deiner Firma? Was macht deine Firma? Und dann, manche Leute fangen an, ah, wir machen Schrauben, die tollste Schrauben der Welt. Und dann manche sagen, oh, sie machen Schrauben, tollste Schrauben der Welt. Und in diesem Satz kannst du merken, welche Mitarbeiter arbeitet in einem Team, wo die verbindet fühlt. Weil wenn ich sage, wir, ich fühle mich dabei, ich gehöre dazu. Aber wenn ich sage, sie, das ist ganz weit weg. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wenn ich Probleme habe auf die Arbeit oder mit Kunden, wenn ich eine Wir-Person bin, dann diese Problem oder Herausforderung oder irgendwie Kundenunzufriedenheit nehme ich persönlich. Und ich gehe zu meinen Kunden und sage, was ist los? Wenn ich auf dieser Seite bin, die Sie, wenn ich rede von Sie, oh, Sie machen Schrauben, dann an Kundenunzufriedenheit ist einfach weitergeleitet an irgendeine, also Abteilungsleiter, und die muss es einfach beantworten, weil es gehört nicht zu meinem Job. Wenn du ganz schnell, ganz einfach, sofort umsetzbar und kostenlos, ganz tolle Sache für neue Gründer, ein bisschen ein Gefühl haben will, nicht nur, und weißt du, ist es nicht nur von deinem Team, innerhalb deines Teams, aber sondern zum Beispiel mit den Teams, die du arbeitest, in der Bank, wo du gehst, für dein Förderungsgeld oder Investition. Oder zum Beispiel, du möchtest mit einem Steuerberater arbeiten. Wie redet die Leute? Du möchtest auf jeden Fall mit Leuten arbeiten, die ein gutes Teamgefühl haben. Weil wenn die schon ein gutes Teamgefühl in-house haben, das heißt, die würden dich auch als Kunden besser behandeln. Aber reden wir nur von glücklich zu sein, weil ich aus Australien komme und jeden Tag ist 30 Grad, wir gehen surfen und so weiter und so fort und alles ist schön? Oder reden wir über glückliche Teams, weil es eigentlich hat ein fassbar, greifbar Output? Und hier zum Beispiel können wir zum Beispiel die paar Punkte als Output denken. Wenn ein Team glücklich ist, was soll das? Wenn du mit deinem Team arbeitest oder du gehst zu deinem Chef oder Chefin oder jemand anders und sagen, hey, weißt du was? Lass uns glücklicher werden. Und die sagen hier, ne? Keine Zeit, keine Ressourcen, vergiss es. Hier kannst du sagen, es geht nicht nur um einfach glücklich zu sein, was ist dieser schöne Spruch, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht um greifbare, fassbare Sache. Zum Beispiel ein hohes Vertrauen. Warum ist ein hohes Vertrauen wichtig? Wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz kleine Sache, zum Beispiel, wenn du hast keine Vertrauen in dein Team, dann entweder fragst du oder du bist oder wirst gefragt, kannst du mich in CC packen? Jedes E-Mail bist du, also musst du in diese Person CC packen. Warum? Weil die wollen alles wissen. Warum? Keine Vertrauen. Ob es gemacht wird oder nicht. Und dann, wenn du merkst selber, lieber ich packe XY in CC,
dass der weiß, dass ich es eigentlich gemacht habe. Und er schreibt mich nicht nochmal, ob ich es gemacht habe oder nicht. Weißt du, ganz klein fangen wir an. Bis auf, kann ich 300.000 Euro geben von unserer Firmenbudget und kannst du mit deinem Projekt umgehen? Kann ich dich vertrauen, dass dieses Geld, also nutzt du, für was du schon mir gesagt hast? Weißt du, wir fangen ganz klein an von, du musst jede Person in CC packen, bis auf, wie kommst du denn weiter mit deinem Projektgeld? Haben wir hohe Geschwindigkeit bei Entscheidungen? So, wenn ich nicht vertraue, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst, was ist die erste Sache, was ich mache? Vielleicht, keine Ahnung, lade ich 10 Leute ein zu einem Meeting und dann setzen wir zusammen und dann reden wir darüber für eine Stunde. Aber das ist nicht eine Stunde, das ist 10 Stunden. Wenn du hast 10 Personen in diesem Raum, kannst du alles mal 10 rechnen, inklusive diesen Stundenumsatz. Gesundes Wachstum. Wenn du ein glückliches Team hast, hast du ein Team, die gesund, das hat ein gesundes, also Wachstum, dass wir wachsen zusammen und wir wachsen natürlich zusammen. Bessere Beziehungen wohl intern wie extern. Gutes Beispiel ist, wir können zum Beispiel reden von ganz, ganz großen Banken, bis auf wenn du einkaufen gehst und du hast eine Person in die Kasse, manche sind sehr freundlich, sehr gut drauf und manche sind richtig schlecht drauf. Und was ist der Unterschied hier? 99% der Zeit ist es genau, was diese Person zu dir weitergibt, ist genau, was diese Person jetzt gerade bekommen hat von irgendwelcher Person. Entweder war es ein Kunden, die schlecht drauf war und dann hattest du es mir gegeben und dann jetzt gebe ich es dir weiter. Oder kommen sie 5 Minuten zu spät, weil sie hat so eine Privatsache, dass sie erstmal also erklären muss. Sie kommt rein, Chef sagt, wo warst du? Und dann gehe ich in die Kasse und so bin ich und dann bin ich richtig. Und dann das kommt so zu Kunden rüber. Oder zum Beispiel, wenn ich in einer Kundenservice-Abteilung arbeite und mein Chef vertraut, dass ich die Kunden richtig also, beraten kann, dann habe ich die Zeit und habe ich die Ruhe, im Telefon zu sagen, erstmal erklären Sie mal von Ihrer Seite, was passiert ist. Und dann hast du die Zeit, hast du die Ruhe, deinen Kunden besser zu betreuen. Zeit und Geld sparen. Ein glückliches Team spart so viel Zeit und wahnsinnig viel Geld. Wenn du hast ein Team, die sind unzufrieden oder lass uns einfach nur sagen, da ist eine Person unzufrieden. Und diese Person arbeitet in einem Team von 5 Leuten. Und jeden Tag kommt diese Person auf die Arbeit und sagt, oh, ist doch scheiße, oder? Oh, kann ja nicht sein. Oh, was ist das? Oh, ist eine Frechheit. Oh, wie blöd. Zu 4 Leute. Und wir sind auch nur Menschen. Das heißt, wenn du hast eine Person, die fühlen sich nicht wohl in ein Team. Das ist schon ein großes Problem. Weil denn das ist schon, das heißt es denn, dieses andere Team, was vielleicht kann ganz gut funktionieren, hat jetzt ein Problem. Dass jeden Tag, dass wir haben 4 anderen Leute, die eigentlich auch betroffen können. Gesteigerte Kreativität. Wenn ich glücklich bin in meinem Team und ich denke, und dann zum Beispiel, ich hatte eine Idee. Ein glücklich heißt nicht, ach, alles ist perfekt, alles ist toll. Glücklich heißt, trotz oder selbst wenn
alles nicht perfekt ist, bin ich motiviert oder habe ich Lust, weiterzumachen? Weil in kleinerer Firma, also sagen wir so unter 50 Leute, ist jedes Problem dein Problem. Alles so über 100, ist doch Marketing, ist doch keine Ahnung, das schickst doch Andreas, ist doch der Problem, ist nicht mein Problem. Unter 50 Leute ist mehr oder weniger jedes Problem dein Problem. Und wenn wir reden von ein Team von 5 Leute, denn jedes Arbeitsproblem, Privatproblem ist auch dein Problem. Wenn jemand zum Beispiel mit seiner Frau oder ihrem Mann geschritten hat und dann kommt zur Arbeit, das ist auch dann gleich dein Problem. Aber wenn ich glücklich bin in meinem Team, das heißt nicht, ist alles perfekt, sondern naja, ich bin motiviert genug, mit dieser Gruppe von Menschen weiterzumachen, dann traue ich mich, Ideen in die Runde zu teilen. Aber wenn ich nicht glücklich bin, ich bin in einem Team, die eigentlich nicht glücklich arbeitet, dann mache ich das nicht. Loyalität. Wenn du glücklich bist, du bleibst. Du bleibst bei deinem Team, du bleibst bei deiner Firma, du bleibst bei Problemen. Ich gebe nicht nur auf, wenn ich sage, ach nee, das ist eigentlich zu schwer alles. Konstanz und Nachhaltigkeit. Hier ist zum Beispiel besonders wichtig für kleinere Teams, ganz am Anfang. Dokumentation in neue Gründung ist sehr schlecht. Also wer zum Beispiel mit wem gesprochen hat und was war die Outcome von irgendwelchen Gesprächen, ist mehr oder weniger nie aufgeschrieben, nirgendwo zu finden. Das heißt, ist es wichtig für die Nachhaltigkeit von der Firma, von den Produkten, von der Beziehung sowohl intern als extern, dass die Leute glücklich sind und die bleibt. Sicherheit. Hier ist für mich ein sehr großes Thema von Sicherheit. Sicherheit ist nicht nur Mobbing auf die Arbeit, wenn ich reinkomme, dass ich sofort angebrüllt, dass ich irgendeine E-Mail nicht rausgeschickt habe vor 23 Uhr abends oder sowas. Sicherheit heißt, wenn wir zusammenkommen und wir setzen zusammen an einen Tisch und ich eine Idee teilen, fühle ich mich sicher genug, dass ich werde danach nicht fertig gemacht? Und wenn ich so frech sein darf, ich kann auch noch ein Beispiel nennen, besonders in Monokultur-Teams, so entweder nur Frauen oder nur Männer. Was ich zum Beispiel sehe ganz oft in so nur so männliche Teams, in so IT, sind ja, weitermachen und ja, alles hart und da, da, da. Dass manche Leute trauen sich nicht, eine Frage zu stellen. Das weißt du was? Ich mache es einfach trotzdem. Und wenn es nicht funktioniert, also gucken wir dann mal weiter. Statt einfach zu sagen, Hände hoch, hey, warte mal, ich weiß, dass wir sind jetzt bei einer guten Geschwindigkeit, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich genug Informationen habe, morgen zu diesen Kunden zu fahren. Oder die Sicherheit zu teilen, weißt du was? Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Vielleicht für den ersten Kundentermin kannst du mit mir kommen und dann, dass du gehst nicht nach Hause und denkst, ach, die Brittany kannst du gleich vergessen. Also, wenn sie nicht bei uns, also arbeitet auf unsere Geschwindigkeit, auf unsere Stärke. Einfach, dass ich habe diese Sicherheit mit dir, meine Fragen zu teilen. Und glückliche Teams sind von Personen, die sind Botschafter von deinem Team und Botschafter von deiner Firma. Und wenn du zum Beispiel in einer Firma bist mit, sagen wir so, unter 10 Leute, du gibst kein 5.000 Euro aus für eine Stellungsbeschreibung für eine HR-Position oder so. Du kannst es einfach nicht leisten. Das heißt, du brauchst, dass jeder in deinem Team hat die Augen auf, wer in mein Netzwerk
kann gut hier reinpassen. Und dass ich zum Beispiel meine Augen auf habe und dass ich zum Beispiel gut nicht für mich motiviert von meinen Themen, von meiner Arbeit, von was wir machen, von was wir machen können, muss ich mich glücklich fühlen. Weil dann sage ich, hey, weißt du was? Wir haben doch was für dich. Komm doch zu uns. Und da sparst du Zeit, sparst du Geld, weil du guckst erstmal auf deine Umgebung und auf dein Teams. So, das war zum Beispiel die Outputs. Was macht ein glückliches Team? Ne? Und dann jetzt reden wir über, was muss ich tun in mein Team, egal welche Stelle du hast. Erste Sache ist Big Picture Denken. Wenn du ein kleines Team bist, Motivation kommt durch, dass irgendwann mal machen wir was Cooles. Dass wir uns nicht nur hier irgendwie hinter und irgendwas, also irgendwie nur Text schreiben und so weiter und so fort für unsere Website, aber sondern dass irgendwann mal machen wir, was wir machen wollen. Diese Big Picture, diese Idee, dass zusammen können wir was wirklich bewegen. Wenn du das nicht hast und du sagst, und dann jeder kommt zu dir und sagt, ja, warum soll ich in ein Team einsteigen mit 5 bis 8 Leuten und ihr sitzt in irgendeiner Coworking Space und ich muss meinen Kaffee holen, eine dreckige Küche? Warum komme ich zu euch? Weil eines Tages, alles, was wir hier heute machen, bringt uns da zu unserem Nordstern. Kollaborative Führung. Fokus hier ist eigentlich auf Führung, weil das ist eher zum Beispiel für Chefs oder wenn du in einer Managerposition bist oder Co-Founder bist oder was auch immer. Du musst kollaborativ sein. Du musst die Zeit nehmen, die anderen zu hören, was los ist. Weil du schaffst es nicht, einfach zeitlich 24 Stunden mit jeder zu sprechen. Das heißt, du musst vertrauen, dass du musst einfach einmal im Monat vielleicht mit jemandem zusammensitzen und sagen, hey, wie war dein Monat? Was hast du gemacht? Das heißt, du musst kollaborativ sein, aber nicht vergessen, noch zu führen. Das heißt, wenn eine Entscheidung getroffen muss, musst du es treffen. Das heißt nicht zum Beispiel, wir haben eine große Entscheidung zu treffen, oh, lass uns irgendwie, keine Ahnung, eine Dödel aufmachen und dann, also, und dann wählen wir einfach halt. Ein Team braucht Führung. Und das muss vielleicht, und das ist auch eine Sache, vielleicht das ist nicht dein Job 24 Stunden, vielleicht das ist nicht immer dein Job, aber vielleicht in diesem Projekt, in dieser Entscheidung, ist es dein Job, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und du musst nicht ein Manager sein, also Entscheidungen zu treffen. Offene Arbeitskultur. Wenn du in deinem Team eine offene Arbeitskultur hast, dann, naja, Project Management in Australien ist so, alles ist schön, alles ist gut, lass uns jetzt ein Projekt bauen. In Deutschland ist es, wenn alles schlecht geht und alles kaputt geht und morgen haben wir kein Budget mehr, was machen wir? Und dann langsam treffen wir uns in die Mitte. Und das ist eigentlich, was ich zum Beispiel hier mit offener Arbeitskultur habe, ist es nicht zum Beispiel, dass es immer alles schön sein soll oder dass zum Beispiel ist alles schlecht oder wir müssen nur auf unsere Zahlen gucken. Natürlich, man muss bestimmte Ziele treffen, ansonsten kann deine Firma nicht überleben. Das ist ja klar. Aber eine offene Arbeitskultur zu haben, dass jeder fühlt sich wohl, weil es geht nicht nur um, okay, ich möchte, dass alles glücklich sein, denn alle fühlen sich wohl bei mir, weil ich bin so ein toller Mensch. Ich möchte, dass alle fühlen sich wohl in meinem Team, damit die beste Arbeit leisten, dass die können. Ich möchte, dass jeder in meinem Team ist, jeder bei mir am Tisch sitzt, macht die Beste, was die kann, in die kürzeste Zeit, was die kann. Ich habe keine Zeit, jeden zweiten Tag irgendeine internen Meeting, außerordentliche Mitgliederversammlung, irgendwas aufzubauen, weil keiner hat irgendwie, was sage ich immer, keine Ahnung, ein Problem mit jemandem. Ich möchte, dass wenn wir zusammen sind, arbeiten wir
Arbeiten wir glücklich und arbeiten wir gut. Konzentration auf Stärken und Teammitglieder. Hier ist wirklich ein bisschen ein schwerer Punkt, besonders für kleinere Teams, weil die sagen, okay, du Jonas, du hast doch nie Finanzen gemacht, aber möchtest du CFO werden? Du CTO, du hast doch mal, kannst du dich noch erinnern, 2012 hast du doch deinen WordPress-Blog selber gemacht, oder? Ja, du kannst doch unser CEO sein, doch, wird doch schon, ja. Nein, du musst mit diesen Personen setzen und sagen, was kannst du jetzt? Ne? Wo willst du denn hin? Das ist natürlich die zweite Frage. Aber was kannst du jetzt machen? Du kannst nicht jemanden hinsetzen bei irgendeinem Job, dass die sind nicht qualifiziert. Und die haben auch vielleicht auch natürlich keine Lust darauf. Und Teamerfolge feiern ist eigentlich ganz wichtig. Feiern nicht nur Geburtstage, aber feiern, wenn wir haben zum Beispiel Kundenakquise. Oder feier es doch mal, wenn wir haben zum Beispiel ein Projekt zu Ende gebracht, egal was, ob es gut war oder nicht. Was wollen wir denn feiern? Und das waren die drei Themen für heute. Was ist ein Team? Wir haben gesagt, mehr als zwei Mitglieder. Warum ist es wichtig? Was sind die Inputs, was sind die Outputs von ein glückliches Team? An was kann ich tun? Was muss ich Input, was muss ich selber machen? Und damit wie die Kreis schließen können, möchte ich jetzt meine Mikro an euch geben, einfach zu teilen. Was ist dein Souvenir von heute? Was möchtest du nach Hause mitnehmen? Vor du hier, also vor 45 Minuten, was hattest du nicht und was hast du jetzt, dass du möchtest jetzt nach Hause nehmen, wo du denkst, es ist vielleicht ein guter Punkt, weil ich bin nicht immer für, oh, es muss sofort umsetzbar sein, aber vielleicht, dass es einfach hat Spaß gemacht oder vielleicht hat man was gelernt. Was ist dein Souvenir von heute? Hier ist auch ein bisschen Gespräch. Können Sie mit uns teilen? Bitte? Nicht unbedingt. Kein Problem. Ja, gerne. Also ich habe für mich mitgenommen, dass ich für ein Beratungsgespräch das Unternehmen frage, ob ich zwei Tage in das Unternehmen reingehen kann, um mir alles genau anzugucken. Super. Hat jemand das gehört? In ein Unternehmen zu gehen und dann zwei Tage erstmal angucken. Sehr gut. Oh, ich kriege jetzt Ärger von den Technikern, ich wusste das schon. So. Ansonsten? Wenn keiner hat, also mehrere Fragen, weil ich bin eher für bis einfach, bis vor. Ah, haben wir noch eins? Ah, super, Tiger. Also ich habe mir mitgenommen, dass ich Leute holen würde, die eine positive Lebenseinstellung haben und Optimisten sind. Sonst wird das, glaube ich, alles nichts. Danke. So, dass Leute zu holen, die optimistisch sind, ansonsten wird es nicht. Das heißt nicht immer glücklich sein. Ne? Das heißt eigentlich nur, egal wie schwer es ist, egal was wir vor uns haben, dass ich glaube in was wir machen und ich glaube in dich und in deine Stärke, in deine Rolle, dass wir können es zusammen schaffen. So, dann dazu möchte ich euch jetzt ganz herzlich danken, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast, über diese Themen zu überlegen, weil es ist nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, warte mal. Und das ist meine Kontaktdaten. Du kannst einfach ein Foto machen
Und ich bin immer erreichbar. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß auf deinem Weg mit deinen Teams. Lasst euch glücklich sein und lasst euch eine super Arbeit für diese Welt tun. Ich danke euch. Musik.